Hallo ihr Lieben, ein spontanes Video. Mir geht gerade so einiges durchs Köpfchen. Und zwar habe ich heute eine Nachricht bekommen, die mich zwar einerseits nicht überrascht hat, aber andererseits beschäftigt. Und zwar ist zum ersten Mal ein Exposé von mir abgelehnt worden. Wegen meiner spirituellen Seite. Also ich meine, es ist ja nicht eine Seite, es ist jetzt nicht irgendein Aspekt von mir, den ich so wegsezieren kann, wenn ich will, sondern es ist mein Sein und mein Verständnis von meinem Sein auf Erden ist ein bisschen vielschichtiger, als es früher war. Aber eigentlich war das immer da. Schon als Kind hatte ich diese Wahrnehmungen und Empfindungen und konnte sie nicht einordnen. Und als Jugendliche waren sie auch noch da, da habe ich sie weggeschoben. Aber im Grunde war ich schon immer so, wie ich jetzt bin. Ich habe es noch nicht gelebt und ich konnte es nicht in Worte fassen. Aber es war immer da und in meiner Wahrnehmung ist das eigentlich bei jedem Menschen so. Sind alle beseelte Wesen und die Seele will gehört werden und macht sich ab und zu bemerkbar auf unterschiedliche Art und Weise. Und es ist kein Qualitätssiegel, wenn man dem nachkommt. Also sagen wir mal so, es ist kein Mangel, wenn man dem nicht nachkommt. So würde ich es, glaube ich, eher formulieren. Es ist aus meiner Sicht, machen wir das alle früher oder später, nur ob wir es schon in diesem Leben jetzt hier machen, indem wir uns begegnen, das steht halt manchmal in den Sternen und bei manche Menschen haben, glaube ich, auch so eine Ausruhinkarnation, so nehme ich das wahr, da steht das einfach nicht auf der To-Do-Liste, das steht einfach nicht an. Bei mir steht es ganz klar an oder stand ganz klar an immer wieder und dann so mit knapp 40 habe ich gedacht, gehe ich dem doch mal nach. Und öffne mich dem. Jetzt ist es bei mir so, zum einen, ich kann diese Berührungsängste verstehen von den Verlagen. Ich kann das nachvollziehen. Ich hatte selbst auch Berührungsängste. Und zwar nicht so knapp. Die haben mich ordentlich gefetzt. Also auf der einen Seite kann ich es, wie gesagt, nachvollziehen. Ich schreibe das ja auch Lesern immer mal wieder. Die sagen, ja, es ist für sie spooky und sie wissen nicht so recht. Oder sie fühlen sich bekehrt, was gewiss nicht meine Absicht ist, irgendjemanden zu bekehren, sondern es ist immer ein Angebot. Es ist ein Angebot, auf das man sich einlassen kann, wenn man möchte. Und wenn nicht, ist es auch okay. Dann hat man zumindest noch eine schöne Geschichte, die man lesen kann. Ja, und sonst kann man ja auch das Buch zur Seite legen und sagen, ich lese von der Autorin nichts mehr. Ja, ich finde es schade. Ich finde es einfach schade, dass das so ein in der Jugendbuchbranche so ein No-Go zu sein scheint, wo doch die erfolgreichsten Jugendbücher das ganz klar in sich tragen. Ein bisschen verborgener, als ich es tue, ja. Aber wir sind auch in einer anderen Zeit jetzt. Wir müssen das eigentlich nicht mehr so verbergen. Also ein Michael Ende, der musste das noch gut verstecken. Aber wer sich mit Spiritualität und Esoterik beschäftigt hat, und die unendliche Geschichte liest oder Jim Knopf, ja, das ist voll davon. Das ist voll von diesen Seinsebenen. Also Bastian in der unendlichen Geschichte, der durchläuft eine Einweihung ins Menschsein nach der nächsten. Und immer wird die Schraube höher gedreht. Also er ist immer mehr gefordert in der Selbsterkenntnis. Was er ja. Für mich ist Spiritualität der Weg der Selbsterkenntnis, also das, was damals schon auf den Tempeln geschrieben stand oder am Orakel von Delphi, erkenne dich selbst, ja. Das ist es, warum in meiner Wahrnehmung, warum wir hier sind. Und da, die unendliche Geschichte ist ein einziges Erkenne dich selbst. Bei Jim Knopf ist es noch ein bisschen auf einer anderen Ebene oder es ist ein bisschen andere Facette der Spiritualität. Ronja Räubertochter. Ja, ob Astrid Lindgren das wusste oder nicht, ob sie es bewusst gemacht hat oder nicht, aber
wenn sich diese Geschichten durchliest, das ist Licht und Liebe. Das ist nichts sonst in eine Geschichte verpackt. Und da, klar, damals musste man das noch gut verstecken. Und ich gehe da offensiver mit um. Und es macht es mir als Autorin sehr, sehr schwer im Moment. Oder ich mache es mir schwer. Ja, wenn man diesen Weg der Selbsterkenntnis geht, da gibt es nicht mehr die bösen anderen, dann habe ich die Schräubchen nicht so gedreht, dass es passt. Und dann muss ich da was justieren und ich weiß im Moment noch nicht so ganz, ob es Sinn macht, das in der Jugendbuchszene zu versuchen. Und was ich so schade daran finde, ist, dass ich finde, wir können den Jugendlichen schon solche Angebote machen. Wir haben sie auch bekommen in den Büchern, die wir gelesen haben. Die waren da auch schon drin. Das ist nichts Neues. Es ist jetzt einfach ein bisschen stärker sichtbar. Das passt aber auch zu unserer Zeit. Und Spiritualität ist keine Religion. Es ist kein festes, fixes System, mit dem man Menschen bekehrt, wenn man es seriös macht. Und natürlich gibt es Scharlatane und natürlich gibt es schwarze Schafe. Ja, es wäre mal interessant, die Akten im Vatikan mal durchzugucken, was da so alles noch im Giftschrank liegt. Ich meine, da kommen so viele düstere Geschichten immer noch zum Vorschein, aber es gibt auch natürlich ganz wunderbare Pfarrer und Priester und ja, ne, es gibt immer die Beispiele und die Beispiele und es gibt immer Fälle von Machtmissbrauch und natürlich gibt es die bei Gurus. Ist ja klar, bietet sich an. Wo immer es um Selbsterkenntnis geht, ist die Versuchung da, damit Machtmissbrauch zu treiben, indem man Menschen zur Selbsterkenntnis führt. Diese Geschichte ist so alt wie die Menschheit. Es gibt aber auch andere Fälle und es gibt andere Beispiele. Ich kann nur für mich sagen, ich mache in meinen Büchern Angebote. Ich mache Angebote von Themen oder der Bearbeitung von Themen, die sich für mich persönlich als sinnvoll erwiesen haben und von denen ich froh gewesen wäre, wenn ich ihnen in meiner Jugend, in meinen jungen Jahren begegnet wäre. Aber es sind Angebote. Es ist etwas, was mitschwingt, was angeschaut und angehört werden kann, aber nicht muss, um der Geschichte zu folgen. So war es auch bei dem Exposé, was ich jetzt vorgeschlagen hatte. Und das war noch nicht mal streng Jugendbuch. Es waren junge Erwachsene. Ja, es ist interessant. Es ist so für mich im Moment so Stunde Null. Und ganz bestimmt nicht werde ich mich verstecken oder mich verleugnen. Das ist nicht der Weg. Wir werden sehen. Spannende Zeit. Ich freue mich wie immer auf eure Kommentare und dass ich hier so komisch schräg sitze. Meine Katze liegt auf meinem Schoß. Mal schauen, ob ich sie zeigen kann. Ups, da sind die unordentlich hingelegten. Ja, da. Da ist sie. Sie hat noch nicht viel von mir gehabt heute. Jetzt bin ich erstmal hier im Besetzungszustand. Oder Besatzungszustand? Wie nennt man es genau? Interessiert sie jetzt nicht. Hauptsache, sie liegt hier. Bis dann, macht's gut. Ciao.